Moin moin, liebe Leute. Wie ihr sehen könnt, das Karpfentackle ist gepackt. Das heißt, es geht mal wieder eine Nacht auf Karpfen los. Thematisch habe ich mal wieder ein bisschen nachgedacht, was ich euch so zeigen kann. Ich habe ja vor einiger Zeit mal so eine Filmserie gemacht über Alternativköder beim Karpfenangeln. Das heißt, wie kann man modern angeln mit modernen Methoden, aber ohne Boilies als Köder? Was gibt es da für Alternativen, günstig aus dem Supermarkt oder so? Das war eine sehr erfolgreiche Serie. Viele haben mich darauf angesprochen, ja, schon längere Zeit, jetzt mach doch mal wieder was mit Alternativködern, Alternativköder. Ja, da habe ich mal wieder ein bisschen hin und her nachgedacht, was kannst du machen? Und habe mir da einen Köder einfallen lassen, eigentlich so ein Klassiker, der mittlerweile aber so, na, wie ich gehört habe, ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Was das genau ist, das werde ich euch dann später am Wasser zeigen. Ich bin heute nämlich ein bisschen früher, als ich sonst unterwegs bin. Normal bin ich ja dann meistens erst im Dunkeln am Wasser, deshalb erkläre ich hier alles, ja, bevor ich das Auto packe. Aber diesmal habe ich ein bisschen mehr Zeit, das heißt, ich werde noch im Hellen am Wasser sein, da ein bisschen was ausprobieren und dann werde ich euch zeigen, was ich genau vorhabe und welchen Alternativköder ich dann diese Nacht dann fischen werde. Und ja, jetzt packe ich das alles hier ins Auto, dann geht's los zum See. Ich hoffe, dass ich gut durchkomme, es ist ein bisschen Fahrt. Und dann sehen wir uns dann gleich, wenn ich am See bin. Und dann zeige ich euch genau, was ich vorhabe. Bis gleich. Ja, Leute, da bin ich wieder am Wasser angekommen. Im Hintergrund seht ihr das Wasser. Ja, sehr ungewöhnlich für mich, dass ich so früh am Wasser bin. Normal ist es ja schon immer dämmerig. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, die Gelegenheit, euch endlich zu verraten, mit welchem Alternativköder ich heute angreifen werde. Ich hole ihn mal hervor. Tada! Frohlig, also Hundefutter. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, steht in jeder Tierfutter, Tiernahrungsabteilung im Supermarkt. Das war, als ich vor über 20 Jahren mit dem Karpfenangeln angefangen habe, war das ein Köder, der sehr häufig verwendet wurde. Mittlerweile scheint der so ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein. Warum? Tja, ja, wahrscheinlich weil Boilies mittlerweile populärer sind, aber mit den Frohligs kann man nach wie vor richtig gute Fische fangen und richtig gut angeln, wenn man ein paar Sachen bedenkt. Die Frohlix, ich hole mal welche aus der Tüte hier, könnt ihr mal so sehen, gibt es übrigens, habe ich gesehen, in zwei Sorten, in Rind und in Geflügel, meine ich. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier Rind genommen, aber ist irgendwie eine persönliche Vorliebe. Ich glaube, das tut sich auch nicht viel. Die arbeiten oder verhalten sich im Wasser so ähnlich wie ein Pellet. Das heißt, die lösen sich nach einer bestimmten Zeit auf. Deshalb müsst ihr da immer ein bisschen vorsichtig sein, je nach Wassertemperatur. Wenn das Wasser, wenn die Wassertemperatur höher ist, dann lösen sich die Frohligs natürlich auch schneller auf. Und deshalb, ihr müsst den Köder relativ häufig kontrollieren. Also nicht wie ein Boilie, den könnt ihr über Nacht, die meisten Boilies über Nacht liegen lassen im Wasser, wenn sich nichts tut. Aber die Frohligs, die müsst ihr häufiger kontrollieren. Ich habe das, um euch mal so einen Richtwert geben zu können, gestern mal ausprobiert. Ich habe mal 3, 4 von den Frohligs in so eine Schale mit Wasser geschmissen und habe die dann mal 8 Stunden im Wasser liegen lassen. Die Wassertemperatur hat, so habe ich aus der Leitung, glaube ich, 18 Grad oder so. Und nach 8 Stunden, da waren die Frohligs schon so weich, dass die nicht mehr am Haar oder so vernünftig gehalten hätten. Also wenn da Weißfische am Platz gewesen wären oder Strömung oder so, dann wäre der Köder weg gewesen. Das heißt, ihr solltet, wenn ihr mit Frohligs angelt und die Wassertemperatur relativ hoch ist, solltet ihr regelmäßig, ich würde sagen, alle 2, 3, 4 Stunden den Köder kontrollieren. Und dann könnt ihr mit diesen mit den Frohligs perfekt angeln. Die riechen ganz gut, geben im Wasser so ein bisschen Lockwirkung ab und sind eine günstige Alternative zu Boilies. Was ich jetzt auch nochmal mitgebracht habe, ich habe mir einfach mal so ein paar, ich hoffe, man kann das hier so sehen, ein paar Spritzer Flavor in so eine Tüte getan und dann so ein paar Frohligs dabei geschmissen. Das heißt, die haben jetzt auch das Flavor so ein bisschen aufgesaugt und duften jetzt noch intensiver. Das werde ich heute Nacht vielleicht oder nachher nochmal probieren. Wie die Frohligs jetzt angeködert werden, wie das funktioniert, weil man muss die ein bisschen anders anködern. Die haben ein Loch in der Mitte als so ein Boilie, also irgendwie aufs Haar ziehen mit der Boilienadel, das funktioniert nicht. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt im nächsten Schritt. Jetzt, wie versprochen, die Montage. Wie ihr hier sehen könnt, ein ganz normales Safety Ball Trick Festbleimontage mit einem 100 Gramm Gewicht dran. Nichts Wildes, kennt jeder. Und hier ein ganz normales Haarvorfach.
Das ist jetzt hier, ich denke, so 25 cm würde ich das tippen, geflochtenes Vorfach. Und die zwei Frolix hier, die habe ich jetzt praktisch eingeschlauft. Ich habe das Ende vom Haar, da ist ja so eine Schlaufe dran, da habe ich dann die Schlaufe durch die beiden Frolix durch das Loch durchgeführt und dann das ganze Vorfach von wieder durch die Schlaufe eingeschlauft, das Ganze festgezogen und dann sind die beiden Frolix hier montiert. Das sieht jetzt vielleicht nicht so professionell aus, ist nichts für Köderpräsentationsfetischisten, aber es funktioniert, hat damals funktioniert und wird auch heute, hoffe ich doch, immer noch funktionieren. Damit ich das Ganze nachher wieder leicht neu beködern kann, weil ich muss das Ganze ja wieder neu einschlaufen, wenn ich nach ein paar Stunden neue von den Frolix drauf mache, habe ich hier am Ende so eine Schlaufe ins Vorfach gemacht. Und ihr könnt das hier wahrscheinlich sehen, da ist so ein spezieller Wirbel, also nicht dieser normale Safety Bolt Rig Wirbel, sondern hier mit so einer Öse, die relativ offen ist. Da kann ich einfach das Vorfach, die andere Öse vom Vorfach reinhängen. Und schiebe jetzt, hier habe ich noch so einen Schlauch drauf gemacht. Den Schlauch, den schiebe ich jetzt da drüber. Das ist ein bisschen Fummelei jetzt. So. Damit kann ich das nämlich sichern, dass das nicht abrutscht. Oder dass das, dieses Vorfach, dass das Vorfach nicht aus dieser Öse rausrutschen kann. So. Und jetzt ist das Ganze gesichert hier. Die Montage ist fertig. Also ganz simpel, wie ihr sehen könnt. Aber ich hoffe, dass das effektiv sein wird mit den zwei Frolix hier. Die Montage habt ihr gesehen. Jetzt sage ich auch noch ein bisschen was zum Futter, was ich verwenden werde. Ich werde natürlich die Frolix auch füttern, klar, als Beifutter auch. Aber zusätzlich noch ein günstiges anderes Futter, womit ich ein bisschen Menge machen kann. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich gerne Partikel fütter. Das hier ist eine Mischung aus ja, günstigem Weizen und Mais, Futtermais. Das habe ich beides aufgekocht einmal. Das zieht dann schön Wasser, wird relativ weich, riecht ganz gut. Das heißt also, Partikel und die Frolix dabei. Das wird mein Futter sein heute. Bei den Frolix nochmal ganz wichtig, habe ich vergessen zu sagen. Es gibt natürlich auch noch andere Hundefuttersorten, die ihr verwenden könnt. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass das auch wirklich ja, sinkt, das Futter. Denn es gibt so andere Futtersorten, die schwimmen. Und ja, wenn ihr das dann anfüttert oder fischt, dann habt ihr Pop-Ups und das ganze Futter treibt euch weg. Also passt auf, dass ihr ja, Frolix kauft, weil die sinken auf jeden Fall, oder gleichwertiges Futter. Ausbringen werde ich die Montage hier mit meinem Futterboot. Futterboot müsst ihr nicht haben, ihr könnt natürlich die Montage auch ganz normal werfen. Die Frolix lassen sich auch mit der Futterschaufel ganz normal anfüttern, zwar nicht so weit, die fliegen nicht so gut, aber das geht schon. Aber Futterboot, in meinem Fall macht das Sinn, weil ich fisch schon am Ufer, aber eine andere Uferseite und es ist relativ weit weg und ich möchte ja nachts fischen. Und ich muss ja auch die Köder alle paar Stunden kontrollieren mit diesen Frolix. Ich möchte muss relativ nah ran ans Ufer, unter so überhängende Bäume und so. Und wenn ich da nachts hinwerfen müsste, dann würde ich wahrscheinlich ohne irgendwelche Sichthilfe oder so, dann würde ich wahrscheinlich jeden zweiten Wurf im Baum hängen oder wahrscheinlich ja, dann alles neu montieren müssen dauernd. Deshalb das Futterboot, da kann ich mir den Spot schön einspeichern, direkt am Ufer, und da lege ich dann ab. Aber wie gesagt, es ist kein Muss. Ihr könnt das ja auch werfen, wenn ihr andere Stellen befischt oder so, oder ihr müsst nicht so genau fischen oder vielleicht am eigenen Ufer, dann könnt ihr das Ding ganz normal werfen, kein Problem. Nur in meinem Fall hier macht das Futterboot halt eben durchaus Sinn. Übrigens habe ich an einer von den Routen eine Unterwasserkamera jetzt dran. Das heißt, solange es hier noch hell ist, werde ich versuchen, ein paar Unterwasseraufnahmen zu machen. Vielleicht kann ich ja irgendwie ein paar Fische sehen, die an den Spot kommen oder so. Oder wie die Montage funktioniert. Vielleicht bekommt man ja einen Biss zu sehen, ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, nur 2-3 Stunden, bis es dunkel wird. Aber ich möchte das mal probieren. Und wenn das klappt mit der Unterwasserkamera, es ist ja auch immer so eine Frage, ob der Winkel richtig ist. Das ist immer so ein bisschen Wabankspiel. Wenn das klappt, dann bekommt ihr nachher auch ein paar Unterwasseraufnahmen zu sehen. Wenn es nicht funktioniert, das sieht man ja dann erst später, ob die Aufnahmen was geworden sind, dann müsst ihr ja leider ohne die Unterwasseraufnahmen klarkommen. Aber naja, ich hoffe mal, dass das klappt. Vielleicht kriegen wir ja sogar einen Fisch drauf. Und ich gehe jetzt dran, die Ruten auszubringen.
Ja, die Abenddämmerung setzt ein. Es gab in den hellen Stunden jetzt leider keinen Biss. Ich hatte gehofft, dass ich mal im Hellen auch was tun, wenn ich mal da bin, damit ich mal tagsüber drillen kann. Denn häufig ist das ja bei mir eher so nachts, dass ich Fische fangen muss, aus zeitlichen Gründen. Aber na gut, hat nicht sollen sein. Ich glaube, ich habe mir auch irgendwie den schlechtesten Tag der Woche ausgesucht. Es war jetzt die Tage davor relativ warm fürs Frühjahr. Aber heute ist irgendwie der kälteste Tag und es war auch ein kalter Wind. Das ist eigentlich ziemlich suboptimal. Aber was will ich machen? Ich kann halt nicht anders, kann nur heute. Na gut, muss ich jetzt Flinte nicht ins Korn werfen. Ich habe jetzt die Rute, wo die Unterwasserkamera dran war, habe ich jetzt rausgeholt. Bringt ja jetzt nichts mehr. Habe ich jetzt eine normale Festleihmontage drauf gemacht. Und hoffe, dass jetzt im Dunkeln auf die zwei Ruten ja noch was geht. Mal gucken, die eine Rute liegt auf so, na, so 2,20 Meter, 2,30 Meter. Die andere ein bisschen flacher, 1,50 Meter. Und ja, mal gucken, ob dann was geht. Und wenn sich was tut im Dunkeln, dann melde ich mich bei euch. Bis später. Ja, gerade habe ich euch noch erzählt, dass bis zur Dämmerung nichts gelaufen ist. Und jetzt ist die Rute abgelaufen. Die rechte, die ganz flach lag, auf 1,70 Meter, glaube ich, hatte ich gesagt. Und jetzt habe ich hier irgendwas dran. Also ist schon ein Karpfen, denke ich, aber nichts Großes. Weil er hat noch keinmal Schnur genommen. Aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall schon mal Biss. Schon mal Action. Jetzt muss ich aufpassen, dass er mir nicht in die andere Rute reingeht. Weil die doch recht nah beieinander liegen. Ich würde sagen, ich mache die Kamera jetzt mal aus, weil ich will den nicht verlieren. Und dann melde ich mich, wenn ich ihn hoffentlich im Kescher habe. Alles ist gut gegangen. Ich musste einmal mit der rechten Rute unter der anderen durch, damit er nicht in der Rute festhängt. Aber das hat problemlos geklappt. Und jetzt habe ich ihn auf der Matte und ich habe gesehen beim Keschern, es ist auch ein besonders schöner Fisch. Und jetzt zeige ich ihn euch mal. So, das ist der Fisch hier. Guckt mal. Ein Spiegler und ihr seht jetzt hinten im hinteren Bereich der Ansatz von einer Zeile. Ist das nicht toll? Ich freue mich total. Und direkt so ein schöner Fisch. Und klein ist der auch nicht, also deutlich größer als ich erwartet hätte. Angesichts dieses Drills. Den Haken habe ich schon entfernt. Das Frohlig war natürlich auch ab, das hält so ein Drill auf keinen Fall aus. Jetzt werde ich ihn noch einmal kurz für die Kamera präsentieren. Mal schauen, ob er jetzt mitspielt. Der erste Frohlich-Fisch. Hol ihn mal aus dem Kescher raus. Oh, 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 oh. Muss ihn mal drehen, damit ihr die Zeile sehen könnt oder diesen Ansatz der Zeile. So, da ist er. Der Fisch. Perfekt, auf das Frohlich. Ihr seht also, die alten Köder oder die Alternativköder, naja, immer mit der Ruhe, hat er mich schön nass gemacht. Also was ich sagen wollte eigentlich, die Alternativköder, die bringen auch immer noch Fisch, wie diesen schönen hier. Und der kommt jetzt wieder dahin, wo er hingehört und dann geht's weiter. Ja, liebe Leute, die Nacht ist rum. Ich habe keinen Fisch mehr gefangen. Hatte circa ja, 2-3 Stunden später nach dem ersten Fisch noch einen Lauf. Bin dann hin zur Rute, Rute aufgenommen, hatte den Fisch dann so 10-20 Sekunden dran. Und dann ist er mir ausgeschlitzt. Ist halt ärgerlich. Ich habe eigentlich recht wenig Ausschlitzer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, jetzt war es mal wieder soweit. Warum der Ausschlitzer? Keine Ahnung, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man mit den Schlitzern einfach leben. Wenn es dann zu viel wird, dann muss man sich mal Gedanken über die Haken oder über die Rigs machen. Aber ja, wie gesagt, jetzt hier denke ich, ja, das ist noch eine tolerable Quote. Nichtsdestotrotz habe ich ja einen tollen Fisch gefangen auf die Frohlix. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser, ja, dieser doch recht kurzen Session. Konnte zeigen, dass man mit den Frohlix was fangen kann.
wenn man halt ja, diese Bedingungen beachtet, über die ich gesprochen habe, dass man halt eben den Köder häufiger mal wechseln muss. Gerade wenn man über Nacht geht und am nächsten Tag jetzt arbeiten muss, so wie ich das noch muss, da ist es natürlich ein bisschen nervig mit den Frohlix, weil man alle, was weiß ich, alle 2 Stunden im Sommer vielleicht sogar noch ein bisschen häufiger aufstehen, alle Routen reinholen, neu montieren muss. Da ist es vielleicht mit einem Boily komfortabler. Aber wenn ich mal über Tag gehen würde oder ich am nächsten Tag nicht arbeiten gehen muss, dann ist das mit den Frohlix auf jeden Fall eine tolle Idee. Beim nächsten Mal werde ich auch die gedippten Frohlix mal ausprobieren. Da bin ich jetzt gar nicht zu gekommen. Das habe ich total aus den Augen verloren. Ist aber auch nicht schlimm, habe ich fürs nächste Mal nochmal was. Und jetzt am Ende dieses Videos werde ich mal wieder ein paar User-Fragen beantworten. Ich habe das ja gesagt, ihr könnt mir immer unter die Videos eure Fragen zum Thema Karpfenangeln posten. Ich komme ja nicht dazu, ich bekomme so viele Anfragen bei Facebook und über YouTube und auch über E-Mail, die mir schreiben. Ich schaffe es nicht, die ganzen Fragen so zu beantworten, habe ich einfach keine Zeit zu. Deshalb versuche ich immer dann, hier Fragen zur Strategie und zu Futtertechniken und zu Location und sowas hier kurz am Ende eines jeden Videos zu beantworten. Also wenn ihr Fragen habt, postet mir die in die Kommentare zu dem Video, was jetzt, und bitte keine Fragen, ich sag das auch immer zu Marken oder sowas, welche Marke sind die Boilies, die du benutzt, welche Marke ist die Route, die du fischst, welche Marke ist die Rolle, die du angelst. Da mache ich mal irgendwann mal ein separates Video drüber, aber es geht ja hier nicht um Marken, sondern um Angeltechnik und um Tipps und Tricks, und da möchte ich eigentlich nicht über Marken reden. Ich gucke jetzt mal in mein letztes Video rein, was da an Fragen gekommen ist. Schaue ich mal und dann beantworte ich mal ein paar. Unicorn Rider Official fragt, ist eine längere Frage, ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Ich wollte mal fragen, wie viel und ob du anfütterst und wie weit vorher du damit anfängst und was du anfütterst. Grundsätzlich ist es so, je länger man anfüttern kann, desto besser ist es natürlich, weil dann kann man die Fische an den Futterplatz gewöhnen, dann kommen die regelmäßig zu dem Futterplatz, fressen da und fassen auch Vertrauen zum Futter und zu den Ködern. Also je häufiger man vorher vorfüttern kann, eine Woche, 2 Wochen, je länger, desto besser. Das geht natürlich nicht immer. Keiner hat die Zeit, 2 Wochen einen Platz aufzubauen und dann da fischen zu gehen. Vielleicht sitzt dann auch mittlerweile schon ein anderer Angler auf dem Platz und greift ab. Also geht nicht immer. Ich sage, mindestens 2-mal anfüttern. Wenn man schon vorher anfüttert, dann mindestens 2-mal, besser 3-mal. Und dann kann man schon ganz gute Ergebnisse erzielen. Am besten immer zur gleichen Zeit füttern. Am besten natürlich die Zeit, wo man dann auch am Wasser sitzt, damit die Fische sich daran gewöhnen können, dass dann die Zeit immer was zu fressen gibt. Futtermenge kann man so pauschal nicht sagen. Kommt immer auf das Gewässer an. Wie viele Karpfen, wie viele Weißfische sind in den Gewässer? Gibt es noch andere Angler, die füttern? Wie groß ist das Gewässer? Futtermenge kann man pauschal nicht sagen. Da möchte ich jetzt auch irgendwie nichts raten, das wäre nur falsch. Ihr müsst halt immer gucken, wie die Bedingungen dann am Gewässer sind. Futtersorten, Futter füttere ich natürlich das, womit ich dann nachher auch fische, also Boilies oder meinetwegen auch ein paar von den Alternativködern. Gerne auch Partikel, weil man damit, wenn man größere Mengen füttert, günstig ein bisschen Masse machen kann. Gut, nächste Frage. Was hältst du zum Thema Zeltheizung und welche würdest du vielleicht empfehlen? Ich habe jetzt schon seit langem keine Zeltheizung mehr gefischt, weil ich ja meistens nur diese Übernacht-Sessions mache und im Winter mache ich meistens irgendwas anderes. Da gehe ich auf Angelreisen oder so, oder mache nur kurze Tagessessions an Gewässern, wo ich weiß, dass es da auch tagsüber relativ gut läuft. Bei einer Zeltheizung solltet ihr darauf achten, dass sie so eine Sauerstoffmangelsicherung hat, gerade wenn ihr ein Zelt benutzt, sonst kann es richtig gefährlich werden. Also kauft da eine gute Zeltheizung, achtet darauf, dass die so eine Sicherung hat, dann ist das alles kein Problem und dann habt ihr es ganz schön warm im Zelt. So, schauen wir mal. Welche Boilies fischst du? Nicht die Marke, würde gerne den Geschmack wissen. Das werde ich auch häufig gefragt. Ich mag am liebsten
ja, fischige Boilies oder Kombination fischig, süß, fischig, fruchtig. Das sind so meine Lieblingssorten von unterschiedlichen Herstellern. Ich fische vieles. Wo ihr drauf achten solltet, vielleicht, wenn ihr ein Gewässer habt, wo mehr Angeldruck ist oder so, dass ihr Boilies verwendet, die die ganzen Angler vielleicht nicht verwenden, um euch ein bisschen abzuheben von der Masse der anderen Angler, dass die Fische ja damit noch nicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Dann könnt ihr vielleicht auch mal, wenn ihr selber die Boilies herstellt, zwei Aromen zusammenkippen oder sowas. Das kann auch ganz hilfreich sein. Aber ich persönlich mag am liebsten fischige Aromen oder Kombinationen dann mit was anderem. Ist aber, wie gesagt, nur eine persönliche Vorliebe von mir. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ihr könnt da selber experimentieren. Es kommt doch immer so ein bisschen aufs Gewässer an, was die Karpfen dafür vorlieben. Der Valentin Bernhard möchte wissen, wie vermeidest du kleine Fische? Bei mir sind 70%, wahrscheinlich meint er der Karpfen, unter 50 cm Länge. Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Es kommt ja auch immer drauf an, was ist da im Gewässer drin, wenn es ein kleines Gewässer ist, wo der Verein viele Satzkarpfen besetzt und wo das Nahrungsangebot begrenzt ist, dann könnt ihr natürlich auch keine großen Fische fangen. Wo nichts Großes drin ist, könnt ihr auch nichts fangen. Wenn dann größere Fische im Gewässer sind und auch kleine, kann man ein bisschen über die Ködergröße selektieren. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Ich fische dann, um die größeren Fische mir ein bisschen rauszusuchen, meist große Boilies, harte Boilies, ruhig so 24, 28 oder 30 mm. Damit kann man so Karpfen unter 14, 15 Pfund, ist so ein Erfahrungswert von mir bei den Gewässern, die ich befische. Die kann man damit ja relativ gut aussortieren. Aber wenn ihr dann so eine Horde Satze habt, das hatte ich auch schon, dann haken die sich auch von außen manchmal sogar. Ist relativ schwierig. Aber wenn ihr versuchen wollt, so die kleinen Fische so ein bisschen zu umgehen, dann versucht es mit großen, harten Ködern. Die bekommen diese kleinen Satzkarpfen oder auch Weißfische oder so, ja, meist nicht so leicht geknackt. Ja, gut. Das waren meine Fragen für heute, die ich beantwortet habe. Wenn ihr andere Fragen habt, postet sie rein und dann werde ich versuchen, sie dann beim nächsten Video zum Thema Karpfenangeln dann zu beantworten. Ich werde jetzt das Gerät zusammenpacken, dann geht's nach Hause und ich wünsche euch viel Spaß am Wasser und gute Fänge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mein erstes Buch zum Thema Karpfenangeln ist jetzt fertig und erhältlich. Ich erkläre, welche Ausrüstung man braucht, welche Montagen und Tricks man wirklich braucht und was der Sinn der ganzen Sache ist. Dann erkläre ich, wie man an unterschiedlichen Gewässertypen oder Gewässer ja, Sorten erfolgreich ist, auch zu den gewissen Jahreszeiten auch und sage auch noch was zur Boilie-Herstellung und zum Kauf von Fertigboilies. Versuche also das gesamte Spektrum der Karpfenangelei mit diesem Buch, so gut es geht, abzudecken und euch zu vermitteln, worauf es ankommt. Das Buch ist wie gesagt im Buchhandel erhältlich, könnt ihr überall im Buchladen bestellen oder auch im Internet bei Amazon. Ihr könnt es aber auch bei mir direkt kaufen und dann so als besonderen persönlichen Service sozusagen schreibe ich euch noch eine nette Widmung rein, was ihr wollt und schicke euch das dann zu. Ist vielleicht ganz schön, auch kann man auch ja, als nettes Geschenk machen. Schreibt mir einfach eine PN bei Facebook und dann machen wir das klar, schreibe ich euch eine persönliche Widmung rein und dann geht das Buch an euch raus. Kontaktiert mich und ja, ich freue mich auf eure Anfragen. Bis dann, euer Gregor. Hallo liebe Angelfreunde. Moin. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir bekommen ja, Christian und ich und auch die anderen ja, BFM-Pro-Leute bekommen ja bei Facebook und bei YouTube häufig Anfragen, ob man mal mit uns fischen gehen kann. Leider ist das meistens nicht möglich. Aufgrund unseres beruflichen Engagements in der Branche haben wir ja leider wenig Zeit, privat angeln zu gehen. Aber dieses Jahr ist es möglich. Da haben wir was ja, vorbereitet oder sind irgendwo zu Gast. Und wo, das entdeckt jetzt der Christian. Und zwar vom 20. bis zum 23. Oktober. Da veranstaltet der Markus Uppmann vom Waldhaus Neukano ein Karpfen-Special. Es wird auf Karpfen geangelt. Wir sind dabei. Dann gibt es noch andere prominente Leute, die mit dabei sind. Genau. Wenn man prominent überhaupt sagen darf in der Karpfenszene. Wir sind alle Angler.
Wir werden euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir werden euch begleiten am Wasser. Wir werden dabei sein. Genau. Vorträge wird es geben. Den einen oder anderen Trick könnt ihr bestimmt auch abgreifen. Genau, ihr könnt in den Ferienwohnungen des Waldhaus Neukanus schlafen. Aber ihr könnt natürlich auch am Wasser schlafen, wie ihr das wollt. Ihr könnt die sanitären Einrichtungen die ganze Zeit benutzen. Es wird ein Lagerfeuer geben, Grillabend. Wir werden auf jeden Fall sehr viel Spaß haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Was es kostet und wie ihr dabei sein könnt, wenn ihr buchen wollt und so weiter, das fragt ihr am besten beim Veranstalter Markus Uppmann. Seine Handynummer blende ich gleich mal ein, da könnt ihr auch einfach eine WhatsApp schreiben, dann bekommt ihr noch den genauen Ablaufplan geschickt. Ansonsten den Flyer jetzt im Abspann auch noch dabei. Und wenn ihr dabei seid, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir wollen ein bisschen angeln mit euch, vielleicht auch den einen oder anderen Fisch fangen. Und dann sagen wir mal, bis zum Event, wir freuen uns auf euch.